Hallo und herzlich willkommen auf Videoräder.de. Wir schauen uns nun die weiteren Aufgaben zu Geraden an. Und da haben wir die Aufgabe, dass wir drei Punkte haben und nun jeweils die Gerade ausfinden, die durch zwei der drei Punkte bestimmt ist. Wie viele Geraden können wir hier bestimmen? Das bleibt die Möglichkeit, wir können die Gerade AB bestimmen, also die durch die beiden Punkte A und B geht. Es reichen da immer zwei Punkte, um die Gerade zu bestimmen. Also wir können die Gerade AB bestimmen. Dann können wir die Gerade BC bestimmen, die durch die Punkte B und C geht. Und natürlich noch die Gerade AC. Das sind alle Möglichkeiten, mehr geht nicht. Fangen wir mit der Geraden AB an. Die Punkte A und B bestimmen jetzt die Gerade. Und ihr wisst ja, dass man die Steigung m, also wir wissen ja, die Form heißt y gleich m mal x plus b. Und die Steigung m bekommen wir durch die Formel raus, m gleich y2 minus y1 durch x2 minus x1. Die Formel müsst ihr auswendig können, wenn ihr mit Geraden arbeitet. Und das führt ja keinen Weg vorbei. Okay, y2 minus y1. Wenn wir uns das hier mal anschauen, y2 wäre in diesem Fall 0. Also immer das hier ist x, das ist y, das müsst ihr aber auch klar machen. Das ist x, das ist y, das heißt hier ist y2 minus y1 ist 0 minus 1. Und x2 ist hier 0 minus x1 ist auch minus 1. Nun, minus 1 geht halt durch minus 1, das ist plus 1. Also wissen wir, die Steigung dieser Geraden ist gerade 1. Nun, das wisst ihr schon mal, y ist gleich x plus b, also einmal x plus b, weil wir das m als 1 rausgefunden haben. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch einen der beiden Punkte nehmen und schauen, was dann b ist. Das heißt, wenn ich hier sage y gleich x plus b, nun, der einfache Punkt ist natürlich b, da sparen wir uns eine Menge Arbeit. Wir setzen y 0 und x gleich 0, das heißt, es folgt 0 für y gleich 0 plus b. Und hier sehen wir sofort, 0 plus b, das ist gerade b, b gleich 0. Damit haben wir unsere beiden wichtigen Variablen rausgefunden, m ist 1 und b ist 0. Wie heißt dann unsere Gleichung? Y gleich m mal x, das ist 1 mal x, also x, plus b, also plus 0. Ja, plus 0 kann ich weglassen, also x plus 0 ist x. Das heißt, unsere Gerade, die wir gesucht haben, ist gerade y gleich x. Den nennt man auch Ursprungsgerade oder erste Winkel halbieren, der man die Gerade im Koordinatensystem so den ersten Quadranten gerade so halbiert. Schauen wir uns die Gerade BC an. Wir haben wieder unsere Steigungsformel für m. y2 minus y1 durch x2 minus x1. Also wieder x und y. y2 minus y1 minus 3 minus 0. Durch x2 minus x1, 2 minus 0. Minus 3 geteilt durch 2, das ist minus 3 halbe. Wir können auch sagen minus 1,5. Und nun haben wir m und wollen wieder b. Das heißt, wir nehmen, wir wissen ja schon mal jetzt die Form y gleich mx plus b, das heißt minus 3 halbe, x plus b. Jetzt fehlt uns also nur noch b. Nehme ich natürlich wieder die einfachere Lösung, nämlich den Punkt B. Das heißt, hier steht wieder y gleich 0 gleich minus 3 halbe mal x, das heißt mal 0 plus b. Und damit ist klar, 0 gleich minus 3 halbe mal 0 ist 0 plus b, also 0 gleich b. Also ist b wiederum 0. Das hätte man auch schon vorher an der Gleichung erkennen können, nämlich die Gerade, die durch den Punkt 0, 0 geht. Die muss ja immer die y-Achse am Bereich 0 schneiden. Das heißt, hätte von Anfang an sehen können, 0, 0, also das ist klar, b gleich 0. Wie heißt dann unsere Gleichung? Y gleich m ist minus 3 halbe. Also hier müssen wir wieder allgemein schreiben. Minus 3 halbe mal x plus b plus 0, also weglassen. Also wissen wir, die Gleichung der Geraden ist minus 3 halbe x. Nächstes, die Gerade AC. Das heißt, wir haben hier diese beiden Punkte, 1, 1 und 2, minus 3, bestimmen wieder mal m. y2 minus y1 ist minus 3, minus 1,
durch x2 minus x1 ist 2 minus 1. Das heißt, wir haben hier minus 3 minus 1 ist minus 4. Und 2 minus 1, das ist 1. Minus 4 Eintel oder eben dann in dem Fall minus 4. Jetzt wissen wir schon mal, die Steigung ist minus 4. Das heißt, wir wissen y gleich n mal x plus b. Minus 4x plus b. Nun, jetzt können wir b bestimmen, indem wir einfach einen Punkt dieser beiden einsetzen. Immer den einfacheren nehmen. Ich will mal annehmen, das ist dieser Punkt 1, 1. Das heißt, hier schreibe ich y gleich 1 gleich minus 4 mal x. X ist einfach bei diesem Punkt auch 1 plus b. Okay, dann haben wir hier 1 gleich minus 4 mal 1 ist minus 4 plus b. Kann ich die 4 auf die andere Seite bringen mit plus 4. Da steht dann da, 1 plus 4 ist 5, 5 gleich b. Weiß ich, die Lösung für b ist 5. Das habe ich m und b rausgefunden. Das heißt, ich kann die Gleichung allgemein schreiben. Y gleich m minus 4 mal x plus b, also plus 5. Also wissen wir, die Gleichung dieser Geraden heißt minus 4x plus 5. Dankeschön.